Bremser zuletzt 0:6 im Heimspiel gegen Linz. Also eine ganz klare Sache, so meinte man jedenfalls für Salzburg. Vor dem Spiel haben Stadler und Kegelwitz jeweils die Pokale für die Tore der Monate September und Oktober bekommen. Jubel auf den Rängen im Lehener Stadion, mehr als 11.000 Zuschauer. Das Publikum war faktisch der 12. Mann dieser Mannschaft. Die Kremser müssen mit 6 Ersatzspielern antreten, aber sie beginnen vom Anpfiff an sehr frech, sind gut eingestellt. Hier Jesenicznik auf der linken Seite, setzt sich gegen Heribert Weber durch, kommt auch hier in den Strafraum. Abwehr Kurt von Ilsanker, Michael Binder ist da und in der zweiten Minute 0:1, die Überraschung hier im Lehener Stadion. Trainer Ernst Weber hat seiner Mannschaft offenbar gesagt, ihr habt nichts zu verlieren, riskiert, vielleicht gewinnt ihr. Und hier dieses 0:1 durch den Ex-Admira Wacker-Spieler Michael Binder. Aber dann Salzburg mit sehr viel Druck, sehr viel Aggressivität, vor allem mit hohem Tempo. Sabitzer, Kopfball von Leo Leiner. Und der Salzburg-Kapitän stellt 4 Minuten nach dem Führungstor der Kremser auf 1:1. Hier noch einmal die Flanke von Sabitzer. Leiner springt her und Zabalka hat keine Chance. Wie gesagt, hohes Tempo, sehr viel Aggressivität, natürlich auch einige Abspielfehler bei den Salzburgern. Und immer wieder kommt er. Hier hat sich einmal Mario Kempes auf der linken Seite freigelaufen. Herrlicher Haken. Die Salzburger Abwehr fährt daneben, auch Gager. Schuss mit dem rechten Fuß und abgewehrt von Ilsanker. Slessak vergibt. Das wäre die Möglichkeit für Kempes gewesen, hier wieder seine Mannschaft in Führung zu bringen. Das Gesicht von Trainer Otto Baric sagt einiges. Aber die Salzburger halten ihr Tempo bei. Zwingen auch einen Kempes wie hier zum Fehler. Durch das Vorchecking. Eckball. Kommt der Ball zur Mitte. Zabalka. Sabitzer ist ihm zugesprungen. Und hier entscheidet Schiedsrichter Bumm auf Tor. Zabalka hat den Ball hinter der Linie gefangen. Er protestiert wild beim Linienrichter. Der Ball war hinter der Linie, aber wurde er irritiert durch Sabitzer. Wir schauen uns das gleich in der Wiederholung an. Umstritten dieser Treffer. Hier noch einmal, der Ball senkt sich auf Torhüter Zabalka. Sabitzer eilt hinzu. Er kann den Ball nicht ganz festhalten, fällt damit über die Linie und Schiedsrichter Bumm, der daneben gestanden hat, er entscheidet auf Tor. Dann wieder Verwirrung in der Kremser Abwehr, hier durch Kostiner, der gemeinsam mit Blitzenetz Mantecker spielt. Wieder eine sogenannte Standardsituation und Kegelwitz nützt die Verwirrung und in der 34. Minute das 3:1 durch Christian Kegelwitz. Hier noch einmal, der Ball springt ihm vor die Beine und diesmal hat Zabalka keine Chance. Die Chancen häufen sich, Kegelwitz für Sabitzer und da hätte er sich etwas mehr Zeit lassen können. 3:1 also der Pausenstand, die mehr als 11.000 Zuschauer im Lehner Stadion zufrieden. Aber Krems spielt unverdrossen mit sehr viel Einsatz und Frechheit weiter. Slessak, Spitzer löst sich, startet gut in den Raum, geht an der Abwehr vorbei und schiebt den Ball ins leere Tor und das Spiel scheint wieder offen. 3:2 in der 58. Minute. Gute Vorlage von Slessak für den schnellen Spitzer, der überspielt alles und schießt ein. Aber die Salzburger sind eine sehr routinierte Mannschaft, konditionsstark. Weitschuss von Heribert Weber und im Nachsetzen Sabitzer stellt den alten Abstand wieder her. 4:2 in der 62. Minute durch Sabitzer. Hier noch einmal der Weitschuss von Heribert Weber, der sehr offensiv spielt und im Nachsetzen Sabitzer keine Mühe. Feiersinger, überall auf dem Spielfeld zu finden, großartige Laufarbeit. Fersal von Kegelwitz, Missverständnis und Michael Binder, der Schütze des 0:1, ein Eigentor zum 5:2 für Casino Salzburg. Die Minen der Kremser sagen eigentlich alles. Hier noch einmal die Entstehung dieses Tores und Binder war eigentlich gezwungen zu diesem Tor. So seltsam das auch klingen mag. Freudenfeier auf den Rängen im Lehner Stadion. 11. Heimspiel, der 11. Sieg. Es wird zwar nicht ein 6:2, es bleibt beim 5:2, aber maximal die Punkteausbeute. 22 Punkte in den Heimspielen. Alle Spieler wollten zu viel offensiv. Auch Weber hat alles versucht. Nur
wenn hätten unsere Pässe, wären ein bisschen ruhiger, wir hätten leichter gewonnen. Nur, wir haben in diesem Spiel über 15 Fehlpässe. 6-7 Flanke, was haben wir getroffen, Gegner. Und das ist etwas zu viel. Aber wir werden wahrscheinlich 3 Monate haben für Vorbereitung, wo wird unser Spiel aggressiv, läuferisch stark, aber auch ruhiger im Pass. Ja, und Salzburgs Sieg hat die Austria in Zugzwang gebracht.